which is going to be Trackmania 2 Canyon, run by Rastatz. Please take it away. Hello everybody, how you doing? Welcome to... So, da ist die französische Community wieder. Ja, ich habe jetzt gerade bei Connect von einem Franzosen einen Run kommentiert, wo im Hintergrund die französische Flagge saß. Jetzt sitzt sie bei mir Mainstream. beim Run, wo ich kommentiere. Passt doch perfekt. Aber man muss ja einfach sagen, Rastatz, ein wahnsinnig sympathisches Kerlchen. Ich hatte mit ihm der ist jetzt dieses Mal noch gar kein Kontakt. Muss ich, glaube ich, mal einfach wieder fragen. Muss ihn, glaube ich, einfach mal wieder anschreiben. Ja, der zuckersüße Canyon. Genau, den sehen wir jetzt. Den zuckersüßen Canyon. Wer es nicht weiß, das ist eine Mario Kart Strecke. ja. Ich muss ja Trackmania diese Woche noch spielen, verdammt. Da war ja was. Ja, aber wir sehen jetzt hier in dem Moment jetzt tatsächlich nicht Trackmania, das normale Trackmania 2 Canyon, sondern ein DLC, was ein Jahr nach Release des Spiels rausgekommen ist. Also 2012 kam das DLC, 2011 entsprechend Trackmania 2 Canyon. Und ja, ich... geht los. Also herzlich willkommen zu Trackmania 2 Canyon Platforms DLC. Wie sehr muss man sich den Unterkiefer festschnallen? Sehr. Ich sag mal so, ich habe jetzt nun schon viele Trackmania Runs kommentiert, also zum normalen Trackmania Teilen, dann zu irgendwelchen Map Showcases und so weiter und so fort. Und das sind tatsächlich vom Entwickler rausgegebene Maps, also dieses DLC, was einfach verdammt schwer ist. Also ich habe auch schon das normale Trackmania 2 Canyon kommentiert. Und diese Strecken sind einfach nochmal sehr, sehr viel schwerer. Auch hier jetzt schon bei der zweiten Strecke, jetzt wo wir gerade runtergefallen sind, sollte man wirklich möglichst gerade runterfallen, wenn man am besten ist es tatsächlich, wenn man mit allen vier Rädern gleichzeitig aufkommt. Da ist der Bounce nicht allzu groß. Freundlich ist hier definitiv in dem DLC, dass dir die Wege wunderbar angezeigt werden. Aber diese Wege auch überhaupt dann immer erst so zu fahren, das braucht ein bisschen. Es gibt nicht umsonst hat der Entwickler Nadeo tatsächlich gesagt, so hey, wer das auf der höchsten Schwierigkeitsstufe schafft, ohne sich zurückzusetzen, also die letzte Strecke auf höchster Schwierigkeit, dem schenken wir was. Wer das als Erste schafft, der kriegt von uns ein Belohnungspaket. Und das heißt schon vieles. Wenn ein Entwickler sagt, so ja, wer das schafft, der kriegt dann was. Also es hat gedauert. Es sind 23, mit dem DLC jetzt 23 Strecken hinzugekommen. Wie gesagt, die ist alle in sich haben. Es ist natürlich wie immer schön aufgeteilt in die verschiedenen Flaggenfarben. Weiß, grün, blau, rot und schwarz, wobei schwarz natürlich immer das schwerste ist. Es gibt die ersten vier Flaggen beinhalten jeweils fünf Strecken und die schwarze dann drei Strecken. Die letzte Strecke heißt übrigens auch Ultimate Nightmare. Ultimativer Albtraum, ja, großartig. Und das war natürlich jetzt gerade mit den Schwierigkeitsstufen vollkommener Quatsch, was ich erlebt habe. Wer die schafft, als erstes, ohne sich zurückzusetzen, der kriegt das Paket und das natürlich einsendet. Schwierigkeitsstufen, also ich weiß, habe ich mich irgendwie vorhin mal im Kopf, hatte ich mir so zurechtgelegt im Kopf und merke gerade, dass ich da vollkommen falsch war, so. Okay. Nein, das spielt nicht blind. Das wirst du auch nicht schaffen. Das ist einfach bloß eine nette Brille. Apropos polnische Bäume. Ich habe Flickmod gestern in GeoGuessr platt gemacht. Richtig, mal dazu sagen. Ja. Da er hier die große Klappe hatte, habe ich eiskalt abgezogen. So. Aber weiter bei Trackmania. Ansonsten die normale Mechanik ist halt, oder
was halt wichtig ist, möglichst wenig driften, die Kurven auch gerne weit nehmen, weil sobald man driftet, verliert man Speed. Also dass wenn man diese schwarzen Streifen hinter sich zieht, macht einen letztendlich ja immer langsamer, aber geht halt nicht immer anders. Es gehört halt auch mit dazu. Wenn man es vermeiden kann, sollte man es vermeiden. Ja, das gibt's nur für PC hier stören, richtig. Fred. Fibio, nein, eben nicht. Es kamen keine polnischen Bäume dran. So, und hier sieht man jetzt auch schon mal so eine Strecke, die oder so einen Abschnitt deiner Strecke, die halt verdammt gemein ist. Du siehst nicht mehr richtig die Unebenheiten aufgrund der Texturen, aber sie sind da. Man kann sie leicht sehen, aber dass sie einen so auch weghauen können, sehen wir nachher auf jeden Fall noch schlimmer. Das wird teilweise echt unkontrollierbar. entweder muss man dann halt wirklich vom Gas gehen oder man hat halt auch einfach mal Pech. So wie jetzt auch hier Rastazier. Einfach mal etwas nicht weit genug geflogen, war nicht genügend Speed da. Wir sehen auf dem Boden natürlich die klassischen Pfeilblöcke, die einem immer den Boost geben. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich meine, sowas wie Engine Off gibt's nicht. Und das war jetzt verdammt knapp, möchte ich mal sagen. Wow, 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 wow. Holy shit. Und genau, und wir sind jetzt immer noch bei den ersten Strecken und genau so werden die alle aussehen und noch schwerer werden. Heiliges Kanonenrohr. Also hier auch wieder ein langer Sprung, besten, also sobald du halt auch nur mit drei Rädern oder sowas aufkommst, kannst du teilweise echt richtig dämlich abbouncen. Dementsprechend wirklich bei Sprüngen dann immer gucken, dass man am besten mit allen Vieren aufkommt. Beziehungsweise in dem DLC, es gibt Streckenabschnitte, wo du tatsächlich speziell abbouncen musst, damit du die Strecke schaffst. Oder schnell schaffst, besser gesagt. Das Spiel stammt aus dem Jahr 2012, Monkey Kings. Also das Spiel an sich von 2011, das DLC von 2012, genau. Heilige Scheiße, dieser Sprung. Ja, wobei man halt sagen muss, es gehört ja zur Trackmania 2 Reihe. Das sind ja mehrere Spiele. Ja, hier ist es natürlich nicht aufgelistet, aber hier sollte es sein. Genau. Also Trackmania 2 Canyon war halt das erste Trackmania 2. Er kam 2011, dann Valley Stadium sind 2013 gefolgt. Und das vierte ist sogar noch, Lagoon ist dann sogar noch 2017 gefolgt. Also Trackmania Turbo, der Nachfolger von Trackmania 2, kam früher als der letzte Trackmania 2 Teil raus. Wobei ich tatsächlich sagen muss, Canyon gefällt mir von allen mit am wenigsten, zumindest was das Aussehen angeht. Die Strecken an sich sind cool, wobei ich Erde halt hasse als Untergrund. Da bin ich wirklich bei Stadium am besten aufgehoben. Ja, mittlerweile habe ich zwar jetzt auch Trackmania 2020 gespielt, zumindest immer in Vorbereitung auf Rastatz Runs. Bei mittlerweile irgendwie jedem Marathon, jedem größeren Marathon. Ja. Aber ansonsten Stadium ist das Spiel, das einzige Trackmania-Spiel, was ich so wirklich gespielt habe. Und da sind die Untergründe dann doch schon etwas, also gibt's auch mal hier und da ein paar Unterschiede, aber und ein bisschen Abwechslung, aber ich mag Erde und Sand überhaupt nicht. Ja, Sunrise ist ja ganz alt, das ist von 2005, das war das zweite Trackmania. Und ja, das ist... Und ich muss einfach aber auch tatsächlich sagen, also die Trackmania 2 Teile sehen halt einfach verdammt gut noch aus. Also dafür, dass halt Ken jetzt zum Beispiel 2011 rausgekommen ist, Stadium Valley 2013, dafür sehen die eigentlich noch ziemlich gut aus. Passen auch wunderbar rein. Und das war jetzt auch wieder sehr knapp im Ziel gelandet, schön mit der Motorhaube drin. Das reicht schon. Und ja, weiter geht's. Durch den Canyon durch, jetzt direkt.
der etwas gemeiner ist, als man es so aus dem normalen Teil kennt. Und auch hier spielen wirklich ist auch diese Pfeile, also die Wegpfeile, eine ganz, ganz große Rolle. Ansonsten würde man wahrscheinlich teilweise echt gar nicht klarkommen. Und den Sprung hat er nicht geschafft. Jetzt muss er den etwas weiter nehmen, weil er nicht genügend Speed hat. Mhm. Ist ihm übrigens auch in seiner PB passiert. Ja. War ein bisschen unglücklich, aber passiert halt ganz schnell. Uns auf Arbeit gefahren, okay. Ja, also doch lieber so, also lieber umsonst hinfahren, als wenn du dann hinfährst und dann erfährst du, ja, also heute machst du jetzt 200 Überstunden mindestens. Da fahre ich doch dann lieber umsonst hin und kann wieder zurückfahren. Ja, Trackmania Turbo hat so ein bisschen das Problem, dass es etwas tot ist. Also ich kenne Trackmania Turbo aus sehr, sehr vielen Videos, vor allem von PietSmiet. Da hat man auch einfach gesehen, wie Trackmania Turbo, zumindest auf dem PC, ich weiß nicht, ob Crossplay möglich ist, aber ich vermute es mal fast, dass eigentlich ziemlich gestorben ist und dann halt zweiten Teile, also Trackmania 2 Canyon Valley Stadium und Lagoon, dann halt eigentlich nochmal einen Boost bekommen haben, was die Spieleranzahl geht. Wobei, ich fand Turbo halt vom Aussehen her so eigentlich ziemlich cool, aber scheinbar hat das die Community nicht ganz so angenommen. Schnell bitte ein anderes. Lol, böser Keks. Ja, das geht eigentlich noch. Ich finde das nicht allzu schnell. Weil du hast hier gar keine richtige Zeit, um Speed aufzubauen. Echt ratzfatz. Und diese großen Halfpipes, das ist also für mich, also jetzt auch wenn es dann jetzt darum geht, so zu springen, das sind immer für mich die schlimmsten Stellen gewesen, wenn ich es gespielt habe. Also damit komme ich immer überhaupt nicht klar. Lange gerade Sprünge, die gehen ja, da musst du einfach nur geradeaus fliegen. Aber diese Kurvensprünge, die sind echt. Ja, genau. Und schwierig sind tatsächlich auch die Stellen, wo du nahezu im 90-Grad-Winkel zum Boden an der Wand fährst, weil die haben die Schwierigkeit, dass du halt an Geschwindigkeit verlierst. Je langsamer du wirst, desto stärker wirkt die Erdanziehungskraft und du fällst dann halt irgendwann einfach von, also du haftest halt irgendwann nicht mehr an der Wand dran. Und wenn du dann nicht mit genügend Speed ankommst, was für Anfänger echt schwierig ist, da mit genügend Speed anzukommen, rutschst du dann einfach da eiskalt runter und musst dann entweder Glück haben oder ja. Ja, und hier geht es jetzt einfach mal tatsächlich auf einem großen, großen Rohr entlang. Ist nicht die einzige, das einzige Rohr, worauf wir fahren werden. Es wird noch extremer werden. Das verspreche ich. Roshi 2005, ich fand Trackmania Nation, Forever Nation, am besten selbst gebastelten Streckentransmusik dazu und Tri-Fighter als Fahrzeug. Ja, okay, also du konntest wahnsinnig viel machen. Ich glaube, in den alten Teilen noch ein bisschen, also zumindest auch was Fahrzeuge anging und so mehr als jetzt. Jetzt hast du natürlich einfach einen Pool an. Also in dem neuesten Trackmania 2020 hast du natürlich auch einen Pool an Streckenteilen,
Das ist einfach Wahnsinn. Ja, das nennt man Gravitation. Und so, ja, wir sind wieder auf dem Rohr. Ja, auch das ist noch relativ entspannt. Aber diese lange Kurve, da muss man sich auf, also da kann man dann mal einfach mal kein Gas mehr geben. So eine Trackmania, was sonst immer drauf baut, du musst Gas geben, Gas geben, Gas geben, nee. Hier sind die Strecken auch mal drauf gebaut. Ja, schleich mal lieber, ansonsten wirst du es nicht schaffen. Ja, Technik ist ja definitiv gefragt. Aber dazu kann, muss man halt einfach sagen, Rastatz hat die Technik. Also, was der Typ schon alles geschafft hat und erreicht hat in der Community, das ist einfach Wahnsinn. Mhm. Fullspeed oder Technik? Technik. Ja, ja, richtig. Das ganze DLC basiert mehr auf Technik. Oh, da ist er jetzt gerade ein bisschen unglücklich gesprungen. So, hoffentlich klappt es jetzt besser. Ja, das sieht jetzt deutlich besser aus. So, und das meinte ich hier, wenn du jetzt wirklich im 90-Grad-Winkel zum Boden fährst, es ist so wahnsinnig schwierig. Du hast zwar auch davor immer die Boostfelder, die dir eigentlich genügend Schwung geben sollten, aber naja, wie gesagt, also vielleicht stelle ich mich auch nur dämlich an und man muss dazu immer sagen, ich kommentiere gerne Rennspiele, ich spiele sie auch sehr gerne. Aber ich bin wahnsinnig schlecht im Rennspielen. Also, was das angeht, da kann man nicht eigentlich vergessen. Das sieht immer sehr amüsant aus, wenn ich versuche, in einem Spiel ein Auto zu steuern. Oder auch ein Flugzeug. Flugzeuge sind noch schlimmer. Ja. Deswegen. Bei Rastatz sieht das immer so wahnsinnig schön, entspannt, einfach aus. Ist es leider nicht. Can I come in quickly? Yeah, sure. Okay, Linkinito, another $5. Did I hear Hype Train? By the way, Trackmania Turbo is on the PS Plus Extra Subscription. Keine Ahnung, wie es mit Twilight Princess HD aussieht. Müsste man mal auf dem Leaderboard gucken. So, da hatten wir jetzt einen kleinen Dreher drin. So, ja, der war nicht ganz so gewollt. Ja, und wir haben jetzt gerade mal gesehen, man kann auch mal von einer schönen geraden, breiten Geraden, wo man ein bisschen Gas geben kann, einfach mal abrupt, muss man dann mal abbremsen, weil man dann halt um die Ecke muss und dann ein kleines Gitter da hat. EJ, fährt er mal eine Strecke auch mal ohne mit Abkürzen? Ja, aber Abkürzungen sind doch gerade das Salz in der Suppe eines solchen Runs. Also abkürzen würde ich das tatsächlich nicht sagen. Teilweise ist das halt auch einfach intended. Oh, da ist er gerade mit dem Heck ein bisschen wohin geblieben. Das kriegt ein Normalsterblicher hin, mit genügend... Alles eine Frage der Übung. Mit genügend Übung, es sei denn, du bist ich, dann wirst du das nicht schaffen, das ist richtig, aber man muss sich ja nicht so dämlich anstellen wie ich. Focus.
Und das sind jetzt schön noch ein bisschen mit die besten. Oh, da so. Es ist halt bei den Loopings auch ganz schnell. Man schaltet automatisch in diese Ego-Perspektive, die teilweise etwas schwierig ist. wenn man dann ein bisschen die wenn man da in diesen Highspeed-Loopings ein bisschen die Kontrolle verliert. Ja. War es das? Und er hat den jetzt trotz Crash gerade geschafft. Das war lucky. Das war sehr, sehr lucky. Und der wechselt andauernd die Brillen. Das ist auch schön. Er muss doch durch die Tore mit Pfeil, oder nicht? Ja, also dem Pfeilen folgt dann letztendlich, ja. Ja, was man natürlich auch noch mal wieder dazu erwähnen soll, wir haben das ja zwischendrin immer wieder schon gesehen, wenn er mal irgendwie was nicht schafft, dann setzt er sich zurück, startet nie die ganze Strecke neu, sondern geht dann immer zum letzten Checkpoint zurück. Ja, ist ja zumindest ganz nett gestaltet, dass das geht. Es gibt Strecken in anderen Trackmania-Spielen, da geht das tatsächlich nicht, wenn du dich da zum Checkpoint zurück setzt, dann kannst du teilweise echt die Strecke dann weiterhin gar nicht mehr schaffen, muss die ganze Strecke neu starten. Und er muss jeden Checkpoint mitnehmen, um letztendlich ins Ziel fahren zu dürfen. Also er kann es dann auch ohne Checkpoint ins Ziel fahren, wird dann aber nicht anerkannt. Und deswegen ist er auch mit Abkürzen soweit eigentlich nichts, weil er wirklich jeden Checkpoint mitnehmen muss. Und ich glaube, Ziff möchte was sagen. Ja, Vogel, danke für die 5 geschenkten Subs. Und am beschissensten ist, wenn du einfach vom Ziel abprallst und dann irgendwo sonst wohin fällst und dann nicht mehr ins Ziel fahren kannst. Das sind immer die schönsten Momente. Ja, hier hat es den Checkpoint mitgenommen und dann direkt, ist ein Checkpoint geflogen und hat dann halt in dem Moment es sich zurückgesetzt, einfach weil er ansonsten sonst wo gelandet wäre. Hauptsache, man ist durch den Checkpoint durch. Also in so einem Stuhl bei Trackmania möchte ich nicht drin sitzen. Also zumindest nicht, wenn ich spiele noch. So, und jetzt wird die Action auf den Röhren noch witziger, weil jetzt müssen wir rückwärts fahren. Und Vogel, danke für 1000 Bits. Und das war tatsächlich, er hat sich da echt gut gerettet, so vor der Wand, so, ja. Das sieht so... Und da konntest du jetzt an der Stelle auch tatsächlich gar nicht anders, als dann rückwärts den zweiten Teil zu fahren. So, sie holen mich gleich ab. Alter, ja. Alter Falter, wenn man sowas sieht, dann Hut ab. Ja, wie gesagt, dieser Mensch hat... einen wahnsinnig hohen Skill in diesen Spielen. Vor allen Dingen mit Höchstgeschwindigkeit und dann durch dieses Nadelöhr, ohne irgendwo anzudetschen. Das ist echt Skill. Das ist echt Skill. das sah nicht intended aus. Wie er da eben so ein bisschen auf den Rädern stand. Tja. Manchmal fliegst du ganz interessant und landest auch ganz interessant. So, Röhren-Action, wuhu!
So, wir fahren so zwischendrin mal mit 300, 400 Sachen um die Ecke auf den Röhren, dann mal mit unter 100, so zwischendrin mal mit 60. Rädern da langsam gerade so die Balance halten. Oh mein Gott. Oh, scheiße, nee. Und das ist das, was Trickmania ausmacht, so. Und jetzt müssen wir einfach mal dazu sagen, das sind halt einfach die Entwicklerstrecken. Die wirklich schweren hat halt die Community gebaut. Ja, aber die sehen wir halt jetzt hier nicht. Also so wirklich schwer, also wo man sagt, das sind dann, also wo dann so eine, wo ein Raster sagt, okay, das sind wirklich jetzt anspruchsvolle, also die höchst anspruchsvollsten Strecken, so, da sind wir noch lange, haben wir noch das lange nicht erreicht. Warum sollten wir auch? Ja, und das war jetzt eine Abkürzung. Eine ziemlich elegante. Aber wie gesagt, die kann man halt nur nehmen, wenn dann da dann zwischendrin kein Checkpoint ist. Und da passt Nadeo, also der Entwickler, die Entwickler tatsächlich ziemlich gut auf, dass sie viele Checkpoints setzen. Wie gesagt, die helfen nicht immer unbedingt dem Spieler, aber sie sorgen dafür, dass der Spieler sich an die Strecke hält. Und lebe noch das alte Trackmania, meint Psychotic. Ja, welches alte Trackmania? Also, es gibt ja mittlerweile, ich zähle das jedes Mal und vergesse es immer wieder. Es gibt genügend Trackmania-Teile. 15 Trackmania-Teile gibt es ja. Also, wenn man die Trackmania 2-Teile alle auseinander als einzelne Teile sieht, was sie ja, werden ja auch einzeln verkauft. Der Sprung eben, man denkt, okay, da wird es gegen die Wand donnern und dann im letzten Moment wirklich in dieses Nadelöhr rein. So, und hier haben wir jetzt mal, wo wir dann wirklich der Boost so heftig ist über die, durch die Pfeile, dass man halt nicht anders fliegen kann. Also du musst dann halt auch einfach wirklich da oben gegenfliegen und runter droppen, damit du das irgendwie schaffst. Ja, und das war schon die letzte Strecke. Time! Das ist Time. Hab ich gar nicht. Ich bin so drauf aus, dass halt irgendwie die Trackmania-Runs immer eine Stunde gehen, mindestens. Aber wir haben ja nochmal einen Trackmania während der ESA. So, aber ja, das war Trackmania 2 Canyon, das Plattform-DLC.